Herzlich willkommen zum Let's Play von Divinity Original Sin 2. Das nehmen wir noch auf, bevor der offizielle Start ist auf Steam, denn der Matthias hier ist ein großer Fan und hat es natürlich auch gebackt auf Kickstarter, und die Kickstarter-Bäcker haben eben schon den Key vorher bekommen. Genau, die durften einen Tag vorher schon loslegen. Und ich würde sagen, starte doch gleich mal los hier. Was wir hier gleich sehen, ist, was das ein Modus noch nicht in der Early Access Fassung vorhanden ist, ist nämlich der Game Master Modus. Der wurde durch die erreichten Stretch Goals in der Kickstarter Kampagne freigeschaltet. Da bin ich mal gespannt, was der noch so kann. Das könnte ja so ähnlich werden oder sollte so ähnlich werden, denke ich mal, wie bei Neverwinter Nights. Genau. Wo dann einer bestimmen kann, wie sich das Spiel entwickelt. Der Dungeon Master eigentlich. Gut, aber wir können jetzt die normale Kampagne spielen. Und zwar im Single- oder Multiplayer. Multiplayer wäre diesmal für bis zu 4 Spieler. Schwierigkeitsgrade sind nur die zwei leichten zurzeit zur Auswahl. Als die Entwickler vor einem Monat ungefähr da waren, hatten sie auch die anderen beiden, die dann auch wieder kommen werden. Also taktischer Modus und Ehrenmodus. Also für die ganz harten. Genau, wo dann ein Spielstand angelegt wird, der dann auch gelöscht wird, sobald ich muss sagen, stirbt. Ich hab den klassischen Modus vorhin ein bisschen ausprobiert und bin gleich beim ersten Kampf gestorben. Also es ist wieder ein Rollenspiel, das kann man, glaube ich, schon jetzt sagen, dass keine Kompromisse eingeht, außer wenn es jetzt wirklich auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad spielt. Genau. Aber es ist wirklich eins, wo die Entwickler auch wirklich davon ausgehen, dass man sich reinfuchst. Die Charaktergeneration ist diesmal ein bisschen anders geworden. Genau, es ist nur noch ein Charakter, der zu erstellen ist. Und das Besondere ist diesmal, es gibt auch vorgefertigte Charaktere wie Sebel, die Elfin, den Roten Prinz. Der ist super. Lose und Ivan Ben Mest. Das sind die 4 bisher existierenden vorgefertigten Charaktere. Da sollen später noch mehr dazukommen. Diese Charaktere haben eine richtig geschriebene Hintergrundgeschichte, die dann im Spielverlauf auch eine Rolle spielen wird. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, hat da ja Chris Avellone auch mitgearbeitet dran. Zumindest bei dem untoten Charakter, der jetzt da noch nicht drin ist. Genau. Bekannter, für Rollenspieler recht bekannter Obsidian-Legende. Ja, auf jeden Fall. Planescape Torment mitgearbeitet, arbeitet jetzt zurzeit auch an Torment, Tides of Numenera. Also da kann man schon einiges von erwarten tatsächlich. Keine Sorge, man kann sich auch weiterhin einen Custom-Charakter erstellen, wo man dann auch alles selbst einstellen kann. Kannst du ja auch die Rasse ändern. Im Vorgänger war es ja, man spielte als Mensch eben, als Menschenpärchen, und jetzt kannst du wirklich alles nehmen. Es gibt 4 Rassen halt: Menschen, Lizards, Zwerge und Elfen. Und der Custom-Charakter hat halt dann keine Hintergrundgeschichte, ist dann halt nicht so sehr mit der Hauptstory verwoben. Ja. Da muss ich erstmal noch zeigen, ob man da nicht vielleicht einen Nachteil hat, weil man dann halt gewisse Teile der Story einfach nicht so erlebt, wie man sie erleben sollte. Also es wird empfohlen, auf jeden Fall beim ersten Mal so einen Origin-Charakter zu nehmen. Was cool ist, du kannst auch die Origin-Charaktere ja ein bisschen verändern. Du kannst ihre Klasse ändern, ihr Aussehen. Man kann sie ja trotzdem vom Aussehen her verändern. Halt ihr Geschlecht ist halt vorgegeben, ihre Geschichte logischerweise. Und ihr Name. Ja, der Name, genau. Genau. Und ansonsten kann man sie auch hier optisch anpassen. Und links kannst du eben die ganze... Und die Klassen sind wie immer nur quasi so eine Starthilfe. Mhm. Eigentlich ist das Spiel ja völlig klassenfrei. Mhm. Man kann ja... Sehr cool. Hier alles. Ja, das ist, sieht schon wieder fantastisch aus. Nach da muss man sich, da kann man halt wahrscheinlich erstmal 3 Stunden verbringen, hier alles vernünftig. Vielleicht noch eine Sache, die ich noch gern zeigen würde, das mit den Musikinstrumenten. Genau. Eine sehr lustige Idee. Das ist so eine lustige Idee, die irgendwie ihr neuer Komponist hatte. Der alte, der war ja verstorben. Und deswegen mussten sie sich einen neuen suchen, und der hatte halt so eine lustige Idee, dass man sich hier so ein Instrument auswählen kann. Und wenn dann der Charakter einen besonderen Moment im Spiel hat, wie einen kritischen Schaden oder sowas, dann wird dieses Instrument im Soundtrack hervorgehoben. Das ist schon sehr cool. Also das habe ich bisher noch in keinem Spiel gesehen. Coole Sache. Also dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. Einfach mal einen Charakter, den ich nehme einfach gleich sie hier. Vielleicht nicht als Enchanter. Ich gehe mal... ich will was Bestimmtes zeigen, deswegen brauche ich einen Teleport-Spell. Menge Klassen sehen wir schon. Jetzt müsstest du oben auf Talents wahrscheinlich gehen. Ja. Ich will den hier eigentlich verlernen. Gut, das ist mir jetzt... dauert mir jetzt zu lange. Vielleicht kriegen wir es ja noch anderweitig hin. Es geht auf jeden Fall irgendwie, weil dafür ist es, war ja schon Divinity Original Sin 1 bekannt dafür, dass man eben
da, auch bei der Charaktergeneration eine Menge Freiheiten hat. Und hier jetzt noch mehr eigentlich. Ich nehme jetzt einfach sie als Heiler und gut. Ja. So. Dann gibt es ein Mini-Intro, was ich auch noch nicht gesehen habe, damals als sie hier waren, da gab es das noch nicht. Was zumindest ganz grob erklärt, warum man dort landet, wo man gleich landet. Jetzt muss ich auch keine aufregen, dass wir irgendwie drüber labern oder so, weil es gibt keine, zurzeit jedenfalls keine Sprachausgabe. Sprachausgabe ist noch nicht im Spiel. Keine interessante irgendwie Zwischensequenz am Anfang. Es ist schon, es gibt ja auch am Anfang, wenn das Spiel startet, was wir jetzt nicht gesehen haben, gibt es extra eine Box, wo wieder drin steht, hey, das ist ein ordentliches Spiel. Genau. Viele Sachen werden noch reinkommen, viele Sachen sind noch nicht. Wir sind auch schon einige Bugs über den Weg gelaufen. Ganz logisch. Aber ich glaube, wenn man Divinity Original Sin 1 gesehen hat, wie sie da die Early Access Phase gehandelt haben, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es diesmal auch, dass sie sich Zeit lassen werden bis zum Release und noch viel, viel ändern werden, vieles verbessern. Und dass ich gehe mal auch stark davon aus, im Moment peilen sie Frühjahr 2017 an, dass sie da vielleicht auch noch bestimmt noch ein bisschen drüber gehen kann werden. Kann sein, ja. Die Larian ist ja bekannt dafür, dass sie sich dann auch die Zeit nehmen, die sie brauchen. Mhm. Koste es, was es wolle. Ja, aber das ist auch cool, weil die sind halt eben jetzt unabhängig, die können machen, was sie wollen. Sie haben ihre Kickstarter-Backer, jetzt haben sie nochmal wahrscheinlich ein paar Einnahmen aus dem Early Access-Geschäft und da redet ihnen auch keiner rein und sagt, ey, wir müssen das jetzt bis zu dem Stichtag, da muss es fertig sein. Ja. Was ein ganz großes Problem war bei den Vorgängern, Divinity 2, Divine Divinity, Beyond Divinity, da war immer ein Publisher hinten dran und hat die halt gepusht und dann haben sie halt vielleicht nicht immer das Beste gemacht, was sie machen hätten können. So, und ähnlich wie im ersten Teil starten wir an einem Strand und können quasi loslegen mit unserem Abenteuer. Keine große Erzählung, nichts, jetzt kommt nicht erst gleich ein NPC und sagt, hey, übrigens, du musst die Welt retten, sondern du entdeckst das Spiel jetzt eigentlich so für dich selbst erstmal. Was gleich auffällt, ist, die Grafik ist ein bisschen schöner geworden. Ich finde es auf jeden Fall hübscher, auch wenn man so die Teils, wenn man so nah rankommt, das Wasser ist wunderschön. Toll, und auch die Charaktere sehen deutlich detaillierter aus. Die Texturen sind sehr schön, also da kann man eigentlich nicht mehr. Gleiches gilt für die Menüs, die deutlich hübscher aussehen und auch aufgeräumter und sinnvoller. Ja, das hoffe ich, dass das auch im späteren Spielverlauf so wird mit dem Inventar. Gerade das war, fand ich im ersten Teil schon sehr nervig, wenn du später hunderte Gegenstände hast und einen speziellen suchst. Ja, was Spezielles, was am Inventar, was ich jetzt schon super finde im Vergleich zum Vorgänger, das werden wir gleich sehen. Sobald wir einen zweiten Charakter haben, erscheint der hier direkt runter und man kann einfach hier hin und her schieben. Perfekt, Und muss dann nicht zwischen mehreren Seiten tappen oder so. Ja, das ist gut. Okay. So. Gehen wir mal hier hoch, dann kann man gleich was zeigen. Hier ist zum Beispiel eine Statue von Bracchus Rex, den man vielleicht aus dem ersten Teil noch kennt. Das war dieser komische König, den man in Cycile töten muss, diesen Untoten. Ach, stimmt. Okay. Mhm. Und hier reagieren die Charaktere auf solche historischen Persönlichkeiten, je nachdem, was für eine Rasse und Hintergrundgeschichte man haben. Ja. Die Elfen hier bezeichnen ihn zum Beispiel als Tyrann. Ja. Und, Ich habe vorhin, noch schon gespielt mit dem Roten Prinzen, und da sagt er zum Beispiel irgendwie, schöner Look für dich mit dem Buch, aber du warst natürlich eigentlich kein Gelehrter oder so. Und das ist jetzt nur ein ganz simples Beispiel, wie sich diese Origins auswirken. Später wird das nämlich auch bei Quests, bei Dialogen mit wichtigen NPCs eine ganz große Rolle spielen. Und, so. Hier kann man noch was zeigen, was den Entwicklern sehr wichtig ist, ist, dass überall es geheime Verstecke gibt. Mhm. Wie zum Beispiel diese abgeschnittene Brücke hier. Wie kommt man da hin? Deswegen wollte ich eigentlich einen Charakter mit Teleport-Spell erstellen. Das hätte mir jetzt alleine zwar auch nichts genützt, weil ich mich ja nicht selbst hochteleportieren kann, aber da kann man dann zum Beispiel einen anderen hochteleportieren. Ja. So, hier steht dann schon der erste NPC rum. Das ist, glaube ich, auch was sie jetzt geändert haben mit dem Narrator, der öfter mal was... Genau, der so ein bisschen Stimmung erzeugt. Ja. So ein bisschen erinnert es an, logischerweise, Planescape Torment auch wieder oder Pillars of Eternity hat das teilweise auch gemacht. Das ist auch bei den Antworten. Die sind nicht jetzt hier ausformuliert, sondern sie sind mehr so in Gedanken. Was denke ich darüber und was will ich jetzt sagen? So erzähle dem Kind, sich um sich selbst zu kümmern. Ja, nicht einfach... hier kümmere dich um dich selbst. Genau. Was vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen ist, gerade für deutsche Spieler, es wird übersetzt werden, das Spiel, wenn ich mich ganz täusche, aber keine
Sprachausgabe wird nicht übersetzt werden. Vermutlich nicht, weil sie werden schon genug damit zu handhaben haben, das alles auf Englisch zu vertonen. Mhm. Als der Entwickler vor einem Monat da war, hat er erzählt, was jetzt schon im Spiel ist, im ersten und zweiten Akt irgendwie, ist schon deutlich mehr als komplett Teil 1. Ja. Und da werden sie wahrscheinlich noch einiges zu rudern haben. Mhm. Weißt du eigentlich, ob sie das jetzt gesehen haben, dass die deutsche Version im ersten Teil war jetzt nicht so ganz perfekt übersetzt, gerade am Anfang. Haben sie da jetzt Schlüsse draus gezogen? Wollen sie da ein bisschen was? Dazu gibt es noch keine Info. Ich weiß auch nicht, ob sie das diesmal selbst in die Hand nehmen. Damals haben sie irgendwie so eine Agentur beauftragt, die das wohl nicht nur so semi-optimal umgesetzt hat. So, jetzt kommen wir hier zu unserem ersten Kampf. Da bin ich schon gescheitert. Was kannst du vielleicht noch zeigen hier? Genau. Das hier. Man kann jetzt die Sichtweite quasi der Gegner einblenden. Mhm. Und solange man da draußen bleibt und wenn man jetzt mal in... Also, halt mal. Ja. Wenn man jetzt den Sneak-Modus anmacht, verringert die sich. Cool. Kann man jetzt hier zum Beispiel noch ein bisschen... Das ist natürlich grandios. wie in Metal Gear die Pappbox. Genau. Jetzt hier dann so, push. Jetzt machen wir mal hier mal ein bisschen... Brand. So, grandios. Das ging vorher auch nicht. Also so ein Sneak... dass man sich anschleichen konnte an Gegner? Das kann ich mich jetzt gar nicht erinnern eigentlich. Schleichen ging schon und solange man hinter denen blieb, entdeckten die einen auch nicht. Man hat bloß die Sichtweite nicht so schön gesehen wie hier. Man musste sich die quasi vorstellen. Das ist eine sehr schöne Neuerung. Und wir sehen auch gleich wieder die typische Original Sin-Sache, Oberflächeneffekte. Und die haben sie jetzt nochmal aufgebohrt. Ich könnte jetzt zum Beispiel... ist das sowas? Nein, leider nicht. Man kann die nämlich noch verfluchen und segnen. Ja. Dann haben die unterschiedliche Wirkungen nochmal. Bei Segnungen halt eher positive. Zum Beispiel kann man sich Oberflächen schaffen, die einen heilen, wenn man drüber läuft. Mhm. Und solche Geschichten. Ansonsten die Kämpfe eigentlich ähnlich geblieben. Aktionspunkte, ich glaube, es sind jetzt weniger. Genau, es sind jetzt hier maximal 6. Vorher hatte man irgendwie hier unten die ganze Leiste voll. Und die Fähigkeiten verbrauchen halt auch nur noch maximal 1 oder 2. Mhm. Hier gibt es sogar welche mit 0. Nur die richtig heftigen, die es dann im Endgame gibt, die kosten dann auch gerne mal 3 oder 4 und zusätzlich dann noch diese Source-Punkte. Genau. Ich hatte das Gefühl, man kann mehr machen pro Zug. Ja, fand ich auch. Mehrmals angreifen, dann nochmal sich bewegen und so. Also muss man einfach schauen, wir haben es jetzt auch nicht ewig lang gespielt bisher, logischerweise. Ja. Wie das nach 10 Stunden ist, wie nach 20, wenn man dann sagt, das Kampfsystem ist noch besser geworden oder nicht mehr so gut. Aber bisher macht es einen sehr guten Eindruck. Und ich finde es auch cool, dass eigentlich jetzt so gefühlt in jedem oder jeder normale Gegner hat schon mit diesen Oberflächeneffekten was. Also ja. Später hat man zum Beispiel einen Zombie, der hat dann gleich so eine Gift-Aura, die er hinter sich herzieht. Und du musst extrem aufpassen, wo du hinläufst, weil sofort ändert sich der Zustand des Charakters. Selbst wenn du ins Wasser läufst, bist du ja schon nass. Ja? Und dann, ja. Wenn du dann einen Blitz abkriegst, eine gute Nacht. Heilung, Carsten. Was ich auch schön finde, ist diese große Castleiste hier unten. Da kann man einiges mitmachen. Ja, da lohnt sich. Die hat aber auch noch so ein paar Bugs, weil die lädt automatisch irgendwelche Nutzgegenstände rein, wenn man die aufsammelt, wie Pfeile oder so. Ja. Und wenn man die versucht, dann hier wieder zu entfernen, weil man den Pfeil zum Beispiel gar nicht braucht, dann schmeißt man den Pfeil automatisch aus dem Inventar. Okay. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Alles klar, das ist doof, ja. Könnte man noch ein bisschen was ändern. Nicht so selbst mitgestand. Das ist das Problem, ja. Du siehst deinen Fehler, du standst in deinem eigenen Blut. Ja. Und das ist nicht gut. Ja, das ist so, aber gewonnen. So, jetzt können wir die hier noch schön looten. Definitiv, ja, ist immer gut. Man sieht einfach, sie haben natürlich viele Sachen übernommen. Zum Beispiel diese Grafiken, ja, wenn du was aufnimmst. Ja, die ganzen Icons von den Items und so weiter, das ist alles bekannt. Aber das ist ja auch, finde ich auch okay. Also erstens. Ich wüsste auch nicht, warum sich das ändern sollte. Ich meine nur, das ist jetzt, es ist halt einfach eine Weiterentwicklung bei dem Spiel. Das muss man, glaube ich, immer dazu sagen. Sie wussten, was hat funktioniert, ja, was die Leute sehr, sehr gern gemocht haben im Spiel. Und das haben sie weiterentwickelt und jetzt nicht irgendwie große Experimente gewagt und es komplett anders machen. So, jetzt sammeln wir unseren ersten Companion ein. Ah ja, das ist er ja. Steht nämlich der Rote Prinz, wenn man ihn nicht selbst spielt. Das ist cool. Und wie wir hier sehen, gibt es dann auch so charakterspezifische Antworten. Besonders im Verhältnis zwischen den beiden kann das interessant werden, weil Elfen und Lizards haben sich nicht so gern. Ich glaube, die Lizards, die versklaven die genau. Elfen. Mhm. Und Elfen sind halt Menschenfresser.
in diesem Universum. Ja. Wenn einer, wenn man verletzt ist, kann man Körperteile essen und dann heilt sich der Elf. Ja, ist mal eine neue Idee für Elfen. Ja. Also gerade weil Elfen ja so ein bisschen in der High Fantasy so ein bisschen langweilig sind, ja, immer genau. Diese edlen Typen. Ja, dann red doch mal mit dem Guten. Und der Rote Prinz ist als NPC meiner Erfahrung nach ein richtiges Arschloch. Weil er halt so irgendwie von der Königsfamilie abstammt und ja, darauf sich was einbildet und so weiter. So, hier haben wir noch so einen anderen Tag, weil Sybil ist auch ein Gelehrter quasi. Ja. Deswegen kann sie auch so eine schlaue Antwort geben. Mhm. Das ist wieder ein ganz großer Punkt. Du hast jetzt... Oh, kämpfst du gegen ihn? Was hast du jetzt gemacht? Wollte ich eigentlich nicht. Ich habe irgendwie was falsch gemacht. Fantastisch. Jetzt wäre es gut, wenn wir gespeichert hätten vorher. Das ist ein Vorführeffekt. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass es halt wieder diese Fähigkeiten gibt, wie zum Beispiel mit Tieren sprechen. Das. Oh, jetzt habe ich den umgebracht, das kommt ja nicht. Das ist halt auch cool. Du kannst einen NPC, der dir eigentlich deine Gruppe beitritt, ein Companion sein sollte, kannst du nach 5 Minuten umhauen und dann ist er weg. Und das werden, das klingt einerseits seltsam, aber andererseits werden das viele sehr, sehr mögen, weil das nämlich wieder reinspielt in dieses freie Rollenspiel, nicht dieses BioWare-Rollenspiel, sage ich mal, wo ja eigentlich alles ziemlich linear und vorgegeben ist, sondern hier ist es wirklich, mach mit deiner Umwelt, was du willst, hau um, wen du magst, und es wird schon irgendwie glatt gehen, ja, so ultimativ. Man braucht sich jetzt auch keine Angst, keine Sorgen machen von wegen, dass man jetzt nicht genug Companions findet, um die Gruppe von 4 Leuten vollzukriegen, weil im ersten gab es, glaube ich, nur 4 insgesamt. Ja. Hier soll es deutlich mehr geben, also man kann diverse Companions finden. Und also es gibt dann auch noch mehr außer diesen Origins-Charakteren, oder? Ja, es sollen ja auch mehr von den Origins-Charakteren kommen, zum Beispiel der Untote fehlt noch. Und dann hatten die Kickstarter-Bäcker noch für so einen komischen Bibliothekar gewotet. Also ich sage jetzt trotzdem mal, vielleicht beim ersten Versuch nicht gleich jeden NPC killen, auch wenn es noch... Ja, das war jetzt auch nicht irgendwie... Das ist halt, so wenn man hier so schnell durchklickt ohne und das nur überfliegt. Wahrscheinlich hätten wir jetzt mit der Vollvertonung, die ja kommen soll, dann auch gehört, wenn er irgendwie gesagt hätte, was soll das? Hätte seinen wütenden Tonfall uns gewarnt. Kann man jetzt natürlich noch nicht einschätzen, wie die Dialogqualität so ganz ist, aber bisher, finde ich, macht es einen guten Eindruck. Und sie haben ja auch das speziell, wollen sie das ja auch gerade verbessern, sage ich mal. Ja, oder noch also ausbauen. Ich lese die mir auch gründlich durch, wenn ich alleine spiele und Zeit habe. Klar. Und da ist mir schon aufgefallen, dass das eigentlich alles sehr schön ist. Die das Video gucken, können ja einfach pausieren. Genau. Hier, jetzt haben wir so einen kleinen Storyfetzen, der hier stattfindet. Dann ist der Hammer. Okay. Da sehen wir auch die anderen Echsen. Jetzt mal. Genau, da gibt es irgendwie einen Streit mit dieser Echse da. Und hier können wir uns jetzt auch noch einmischen mit verschiedenen Sachen. Ich nehme einfach mal die schurkische Antwort. Allein, da siehst du schon, wie viel Aufwand da drin steckt bei diesen Dialogen, wenn du da immer noch 5 Varianten haben musst. Deswegen finde ich es auch gut, dass sie jetzt erstmal Early Access wieder machen, um diese Sachen auch richtig hinzubekommen, und weil das ist ja ein unglaubliches Potenzial für Bugs und falsche Verbindungen und so weiter und so fort. Okay, die haut jetzt ihn um. Oh! Genau. Die Echse wird jetzt einfach mal weggemacht. Autsch! Aber scheint die anderen nicht so wirklich zu stören. So, wir sammeln uns dann. Oh. Die Wachen waren noch da. Das ist cool. Ja, die haben gleich gemerkt, hey, du darfst das noch nicht. Und haben dich gleich umgehauen. Dann gehe ich jetzt mal daran. Guck mal, hier gibt es zum Beispiel jetzt ein lecker Beinchen. Könnte ich mir jetzt zu Gemüte führen. Kannst du nochmal ins Inventar gehen, was da drüber jetzt stand, wenn man jetzt da geht? Effects unknown, okay. Also muss man auch quasi rausfinden erstmal, was es denn wirklich macht. Ich habe es jetzt gegessen und mir quasi... Ein Buff. Und ein Skill habe ich gelernt. Ein Skill? Ja. Wow, cool. Nicht zum Nachahmen geeignet, also wenn ihr von euren... Freunden, die Beine isst. Ich glaube, da kriegt ihr keinen neuen Skill, da kommt ihr ins Gefängnis. So, nutze jetzt mal die zweite Möglichkeit, um einen Companion einzusammeln. Passiv auf.
Genau. Ah, siehst du, das ist die Lose, die wir auch gesehen haben. Die ist so ein bisschen besessen von Geistern und hat so eine etwas gespaltene Persönlichkeit. Ja, du siehst schon diese ganzen kleinen Beschreibungen, die geben denen doch ein bisschen mehr Leben, so gefühlt. Ne? Ja. Wenn da steht, wie sie, wie ihre Augen sind und was nicht alles. Mit diesen Namen, die jetzt, sie hat ja gerade gesagt, der Held hat die ganzen Namen aufgeschrieben, das sind ja quasi die Leute, die, oder ihre, also von der Elfin, die Leute, die sie umbringen will oder sowas, ne? Weil sie doch eine Sklavin war. Ja, die Charaktere mit Origin Story, die haben auch alle persönliche Quests, die unabhängig von allen anderen stattfinden. Das ist besonders im Multiplayer dann interessant, weil dann jeder Spieler so seine persönlichen Quests hat, die die anderen auch nicht sehen. Mhm. Und die können dann auch schon mal gegeneinander laufen, teilweise, wenn es schlecht läuft. Das ist noch so eine, ich würde sagen, ein Punkt, wo wir auch noch ein bisschen unsicher sind, ob das wirklich gut wird oder ob man das braucht, dieses Koop-Spielen, aber dabei so ein bisschen gegeneinander intrigieren, ob das vor allen Dingen, die Leute auch wollen einfach. Ja, erstens das, gut, also ich habe schon das Gefühl, dass Divinity sehr viel im Koop gespielt wird. Ja, im Koop schon, aber dann willst du doch auch im Koop spielen. Also ich habe sehr oft gelesen, dass Leute verheiratete Pärchen oder irgendwas das gespielt haben und die halt Spaß daran haben, zusammen zu spielen und dann nicht nochmal so gegeneinander. Ja, und die andere Frage wird halt sein, inwiefern man dann was verliert, wenn man nur alleine spielt. Ja. Das dann immer noch ein gutes Einzelspielererlebnis. Das ist noch eine andere Frage. So, jetzt haben wir hier uns die Lose eingesammelt als zweiten Charakter und das funktioniert auch wie im ersten Teil. Ja. Man kann die hier trennen und zusammenpacken und halt dieses Inventar finde ich halt super. Man kann hier einfach rumschieben. Das ist eine deutlich verbesserte Items Fall, und dann hier einfach umschalten. Mhm. Das ist alles wesentlich bequemer. Sehr schön. Also sie haben sich wirklich Gedanken gemacht, haben das Feedback auch gehört. Das ist nicht schlecht. Okay, jetzt habe ich natürlich zwei relativ identische Charaktere von den Skills her, aber das. Wo führst du uns hin jetzt? Ja? Ich will jetzt nochmal zeigen, wie die Entwickler hier so die Welt aufbauen. Zu diesem Vorhang dass aus. Dass man sich nämlich umschauen sollte. Ich glaube hier. Nee, hier weiter, nicht weiter lang. Links, glaube ich. Ja, ich weiß, was du meinst. Hier ist es. Genau. Ist relativ unscheinbar, vor allen Dingen, wenn man die Kamera in die falsche Richtung hat. Und da kann man nämlich hier durch den Vorhang durchgehen. Aber die Charaktere sagen ja auch was, zumindest glaube ich, es gibt ja auch, glaube ich, wieder einen Skill zum Erkennen von solchen Sachen. Ja, wenn man in der Nähe ist, dann erkennen die das auch. Mhm. So, dann haben wir hier Gift auf dem Boden. Gift auf dem Boden und hier hinten eine versteckte Schatzkiste. Oh, die habe ich auch nicht gesehen beim ersten Mal. Gut. Auch hier bräuchte man jetzt Teleport. Ja, da könnte man die Kiste wahrscheinlich einfach. Da könnte man die Kiste her teleportieren oder jemanden darüber, wie man es mag. Und jetzt, bräuchte ich eigentlich irgendwas. Da hast du was. Du hast einen Molotow-Cocktail. Genau, ich kann den Molotow-Cocktail hier hinmachen, um das Zeug zu verbrennen. Genau, sehr gut. Brennt ist doch schön. Achtet mal drauf, die Kiste wird jetzt auch gleich kaputt gehen, weil die hat nämlich auch Hitpoints, sie geht auch kaputt, wenn sie brennt. Finde ich einfach cool, dass man an solche Sachen denkt wieder und was eigentlich so ein bisschen verloren gegangen ist mit der. Jetzt können wir hier noch einsammeln, was in der Kiste drin war. Mit den 3D-Engines und mit aufwendigen Spielen. Gegen so diese Sache, die man bei 2D-Spielen hatte, diese Welten, die unglaublich glaubwürdig einfach wirken. Ja, wo man halt auch alles Mögliche benutzen und anfassen und das bewegen kann. Das ist schon sehr, sehr cool. So, und hier hinter verbindet sich nochmal ein Versteck. Nämlich so eine Ranke, an der man hochklettern kann. Die könnte man auch kaputt machen, aber du hast gesehen, die hat 12.000 Hitpoints. Das haben sie schon extra gemacht, damit die nicht auch abbrennt. So, und dann findet man hier auch noch so ein kleines Camp. Dann kann man sich auch hier noch unterhalten. Hier ist eine Elfe, die irgendwie vor Lizards geflüchtet ist und sich dann jetzt hier versteckt. Aber die hat irgendwie, wartet auf irgendjemand oder irgendjemand soll sie wegbringen oder so. Und jetzt kannst du halt sagen, ja, ich bin das, gib mir dein Geld oder was auch immer. Also man merkt schon, es gibt eine Menge Auswahlmöglichkeiten in den Dialogen, wie man sich verhält. Muss man noch sehen, wie sie es dann auch auf die Hauptstory auswirkt. Aber im Vorgänger hatten sie es ja sehr oft, dass bei Quests, gerade im ersten Akt, konntest du ja diesen Mordfall, der Hauptteil war, auf verschiedenste Arten lösen. Und das werden sie auf jeden Fall weiter beibehalten. Mhm. Achso. Mhm. Gut, jetzt hätte ich auch irgendwie erzählen können, die ist tot schon, auf die sie wartet.
War das die davor? Können wir nochmal Einzelsache zeigen? Ja, genau. Jetzt habe ich aus Versehen das gestohlen. Das wollte ich nämlich gerade zeigen. Und sie spricht mich jetzt darauf an direkt. Ja. Und das Verhältnis ist irgendwie gesunken, quasi, hast du gleich gesehen. Hier, wenn wir jetzt Alt drücken, sehen wir ja wieder die Dinge. Und wenn du jetzt da drüber gehst, dann siehst du. Das sind die rot. Genau. Und stehlen ist nicht gut. In den Städten gibt es dann hier noch diesen Tension-Meter. Je höher die Tension ist, umso gefährlicher ist es dann auch für einen. Da suchen dann die Wachen auch nach einem und so weiter. Man kann ja sogar, was auch so dämlich ist, aber einfach schön, dass sie es eingebaut haben, deinem Chorpartner gestohlene Gegenstände ins Inventar legen. Unterjubeln. Und dann sagen, hey, Wachen, guck doch mal bei dem rein. Das ist nämlich im Koop, kann man sein eigenes Inventar sperren, dann sieht der Gegenüber das nicht. Ja, okay. Auf seinem Rechner. Schöne Idee. Oh ja, jetzt, die schaffst du aber nicht hier, die Turtles da. Ninja, also ich habe die haben mich ordentlich reingehauen. Ich muss aus dem Wasser bleiben. Und zusätzlich, kann ich das mal aufnehmen? Wo steckt die das nur alles hin? Dieses riesen Wasserfass. Aber es gibt, wenn man sieht, da oben gibt es eine Anzeige wieder mit dem Gewicht quasi, wie viel man tragen kann. Das hängt wieder von der Stärke ab. Ja, und da ich hier zwei Zauberer habe, die können nicht so wahnsinnig weit werfen. Ja, man sieht's. Meine, die kann überhaupt nicht werfen. Die kann gar nicht werfen. You flow like a girl. Okay, dann verlasse ich das mit dem Wasserfass. Dann. Ah, jetzt kannst du gleich deinen Kannibalismus-Skill mal einbauen. Das ist fortified. Ja, den hast du doch gekriegt. Durch deinen. Genau. Beinessen. Sehr schön. Gestunt, hat gereicht. Ja. Sie macht erstmal Encourage zum Buffen. Jetzt haben wir noch so Angriffszauber. Ja, Hailstrike ist gut. Hagel. So, da ist der erste Gegner schon weg. Nice. Jetzt könntest du genau laufen oder du kannst halt deinen Zug auch beenden, wenn du jetzt sagst, die Aktionspunkte da sind mir jetzt egal. Du kannst aber keine ansparen. In dem Sinne. Ne? Und was wir hier auch noch sehen, ist dieses Reichweite. Dieser grüne Bereich am Rand meines Cast-Bereichs. Das ist abhängig von der Höhe. Weil man hat jetzt auch Höhenvorteile. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier hochgehen würde, würde dieses Grüne noch weitergehen und anzeigen, wie viel ich halt dazu gewinne, dadurch, dass ich deutlich höher stehe. Aber du kannst auch außerhalb, also in diesem grauen Bereich, könntest du jetzt auch, es gibt kein. Kann hier nicht hincasten. Gibt's nicht, okay. Du hast halt dann mehr Reichweite, je höher du stehst. Alles klar, ja. Die Grünen zeigen nur an, dass da jetzt mehr ist. Genau. Sehr schön. Ja, Riesenschildkröten kämpfen nur in Divinity. Die haben jetzt auch so ein, das ist ja wieder, zählt zu der Story mit der Source, ne? Genau. Die sind jetzt ja quasi irgendwie verseucht oder werden böse, was auch immer. Und man erinnert sich vielleicht noch, es war die Quellenmagie im Vorgänger, war ja ganz wichtig. Jetzt haben aber jeder so, auf dieser Gefängnisinsel hat ja jeder so ein Halsband dran. Sieht man ganz leicht da, dieses blaue Band. Und das verhindert jetzt erstmal, dass man diese Quellenmagie benutzen kann. Weil hier auf der Insel sind alle quasi alle Quellenmagier verbannt auf diese Insel. Mhm. Deswegen sind auch wir hier, weil im ersten Teil waren wir noch Quellenjäger. Stimmt. Und diesmal sind wir selbst Quellenmagier. Das Ganze spielt auch irgendwie 600 Jahre nach dem ersten Teil. Ungefähr parallel zu Beyond Divinity. Ach du liebes bisschen, ob das noch einer gespielt hat, ja, das ist aber. Das ist schon lange her. So. Flash Sacrifice, was machst du jetzt? Quasi die Elfe kann sich selbst. Die Konstitution senken, dafür kriegt sie einen Aktionspunkt und 25% mehr Schaden. Steht aber jetzt auch, das ist ein Problem, stehst du wieder im Blut, wenn jetzt einer irgendwas, einen Zauber. Richtig, ist quasi ein Flutmagie. Ich habe mich jetzt blutend gemacht und dadurch diese Vorteile mehr erkauft. Man sieht auch, du konntest jetzt dreimal mit voller Aktionspunktleiste, konntest du dreimal angreifen im Zug. Also das kann ich mich nicht erinnern, dass das beim Vorgänger so war. Nee. So viele Aktionen machen konntest. Hab ich jetzt leider mal da was? Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal eine Heilung hier casten. Eulen.
Na, die haben aber kein Feuer, oder? Die kleinen. Müsste eigentlich nicht, und da ich auch keins habe. Sollte eigentlich nichts passieren. Sollte nicht viel passieren. Eigentlich. Mach ich erstmal den hier weg. Sagte er und. Oh, jetzt ist aber das Eul. Weil diese Source-Viecher, oder? Genau, weil das Vieh selbst verflucht war, ist jetzt hier das Öl verflucht. Und. Ja. Ja, jetzt hat es eine Chance, bei Movement zu explodieren. Also stehen bleiben, wenn es geht. Stehen bleiben. Alles, das ist schon cool, ne? Und das, glaube ich, werden viele Leute sehr mögen, dass du wirklich mal nachdenken musst. Dass du wirklich bei jedem Zug dir bewusst machen musst, wo stehe ich, was ist da auf dem Boden, was hat der Gegner noch für Fähigkeiten, was können meine eigenen Fähigkeiten für ein Problem geben. Und das macht das Ganze natürlich enorm komplex, aber ich fand den Vorgänger ja auch schon enorm spaßig, gerade das Kampfsystem. Also eigentlich war es eins der besten Runden-Kampfsysteme, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Eben, und gerade dadurch, dass es rundenbasiert ist, hat man ja auch genug Zeit, sich wirklich intelligent zu verhalten. So, dann ist der auch weg. Sehr schön. Jetzt müssen wir noch warten, bis die Oberfläche hier verschwunden ist. Willst du es nicht wagen, ja, da dich jetzt zu irgendwann. Die haben jetzt zum Glück das geändert, dass die auch verschwindet nach dem Kampf, weil in der Preview-Version, die ich zuletzt gespielt habe, da blieben die noch ewig. Das wär, da hätte ich jetzt ein Problem. Ja, dann viel Quick-Save und Quick-Load, bis du da raus bist. So. Okay, cool, jetzt kannst du. Jetzt kann ich alles einsammeln. Die Schildkröten haben lustigerweise keine Schwerter und magische Schilde dabei, sondern. Dafür eine Mütze. Ja, das kann ja mal. Also, die fressen wahrscheinlich die Mütze. So. Finden wir hier noch eine Leiche mit einem Buch. Da gibt es wieder interessante Nebengeschichten, die man so lesen kann. Kennt man ja. Ja, ich hoffe, dass sie, obwohl ich ja auch der Meinung war, dass die Hauptgeschichte im Vorgänger ein bisschen zu albern oder zu unfokussiert war, hoffe ich, dass sie doch auch wieder solche Sachen wie mit der sprechenden Muschel oder einfach diese bisschen verrückten Charaktere reinbaut. Du hättest jetzt die Kiste jetzt. Ich hätte die Kiste jetzt auch zerstören können, um an den Inhalt ranzukommen, aber die hatte mir jetzt ein bisschen zu viel HP. Gibt's nicht auch es wieder, gibt mit Sicherheit auch irgendwo den Schlüssel oder Lockpicking, wenn man denn einen Schurkencharakter hat. Da kann ich zum Beispiel nochmal was zeigen. Die haben jetzt auch beim Skillen was geändert. Die haben nämlich die Kampffähigkeiten und die Zivilfähigkeiten getrennt. Ja. Dass so Sachen wie halt Crafting und Lockpicking und so weiter jetzt extra laufen und gibt es dann auch extra Punkte jeweils dafür. Das ist gut. Das fand ich nämlich auch ein bisschen seltsam, weil du hast eigentlich, also ich bin ja auch so ein Spieler, der so alles machen will. Ja. Und da habe ich erstmal diese, mit Tieren reden und was nicht überzeugen, diese Fähigkeiten ausgebaut und meinen Kampf-Skills so ein bisschen vernachlässigt. Die Talente gibt es natürlich ja auch hinten auch wieder mit den verschiedensten Sachen, die sie gibt. Kann man da mal ein paar rübergehen, einfach mal für die Leute vielleicht mal da? Das ist zum Beispiel das Elfentalent, Corpse Eater. Mhm. Was ist denn Five-Star Dinner? Five-Star-Dinner, was ist das? Da, weiter oben. Da. Double the effect of food, okay. Klingt lustiger als der Effekt. Beim Corpse Eater wolltest du, glaube ich, gerade sagen, dass man die Erinnerung der Toten. Erinnerung der Toten, deswegen habe ich auch diesen Skill bekommen, als ich dieses Bein gegessen habe. Sehr cool. Das wird auch bestimmt wieder mit Quests zusammenhängen. Also wenn du dann den Questgeber einfach isst, dann kriegst du auch die Informationen, die du nicht im Gespräch bekommst. Das hier ist die Fähigkeit der Menschen zum Beispiel. Die kriegen zusätzlich Witz. Ja. Fällt mir jetzt gerade die Übersetzung ein. Oh, und du kannst Zombie werden. Guck mal unten, was ist das denn? Okay. Das ist nur ein Das ist quasi. Also die Fähigkeit hatten Zombies auch schon im ersten Teil. Die haben sich, wenn du die mit Gift angegriffen hast, haben die sich geheilt. Das kannst du jetzt theoretisch auch selbst. Das kannst du quasi jetzt auch selbst auf dich anwenden. Okay. Du kannst dich dann aber nicht mehr normal heilen. Ah, okay. Genau, was ich noch sagen wollte, sie haben jetzt auch hier die Hauptattribute ein bisschen überarbeitet. Das Witz hat zum Beispiel Perception ersetzt, weil Perception hat im ersten Teil nichts anderes gemacht als Entdecken gesteigert. Und zu wenig, ne? Jetzt macht das hier auch noch Einfluss auf die kritische Chance, auf die Initiative im Kampf, was ganz nett ist, und auf die Magierüstung, die jetzt nämlich auch neu ist. Kann ich das jetzt schon zeigen? Ja, genau. Man hat jetzt nämlich nicht nur einen Lebensbalken, sondern auch einen Balken für die physische Armor und die Magie-Armor. Also dieser blaue Balken. Genau, Magieangriffe müssen zuerst die Magierüstung durchschlagen und physische Angriffe logischerweise zuerst die physische Rüstung. Und erst bevor dann die Lebenspunkte abgezogen werden. Das finde ich eigentlich auch eine ganz nette Änderung. Sehr schön. Weil vorher waren so Rüstungswerte wie nur die Rüstung hat 68 Rüstung, waren eher so abstrakt. Ja, du konntest nicht so wirklich einschätzen, was das jetzt, ob das jetzt besser ist. Jetzt weiß ich, ich habe jetzt 68 Lebenspunkte, bevor meine
Dingsbums angegriffen werden. Können wir noch mal eine Sache angucken ins Quest-Logbuch? Genau. Weil das war für mich so auch so ein Kritikpunkt, wo ich echt, fand ich nicht so toll. Es war sehr unübersichtlich, ja. Ich finde es jetzt schon ein bisschen besser gelöst. Wird mal sehen, wie lange das dann hier wird, wenn irgendwelche großen Quests sind. Das wäre interessant zu wissen, ja. Hier sieht man auch diese Unterteilung von Party-Quests. Das ist die Hauptquest hier zum Beispiel. Mhm. Und das sind spezielle Quests für Seville. Mhm. Und sie hat zum Beispiel nur diese Hauptquest. Und wenn man jetzt zwei Spieler hätte, dann hätte der zweite Spieler hier seine eigenen persönlichen Quests. Man kann ja auch im Koop-Spiel kann man ja quasi Quests lösen, bevor der andere sie löst und dann quasi seine eigene Belohnung abholen. Das ist wieder dieses kompetitive Aspekt, den sie da rein. Quests, die nicht exklusiv sind, die kann man hier zum Beispiel dann auch teilen, wenn man sie schon eingesammelt hat, bevor der andere bei dem NPC war und solche Geschichten. Achso, guck doch nochmal kurz auf die Map vielleicht. Die Map ist einfach nur mal von der Größe her auch. Das ist jetzt hier diese Startinsel. Bisher habe ich diesen Bereich erkundet in meinem eigenen Spiel. Hier hinten ist also noch jede Menge offensichtlich. Was es halt auch wieder schön ist, dass man hier wieder seine eigenen Marker setzen kann. Top. Mit Beschriftungen habe ich auch schon häufig gut genutzt jetzt, weil es ein paar Sachen gab, wo ich erst später hinkomme. Das finde ich dann auch, selbst wenn das Journal jetzt nicht so gut wird oder nur so wie im Vorgänger, dann finde ich es gut, wenn man dann wenigstens Marker setzen kann. Und natürlich kann man ja auch wieder Dialoge nachlesen, die man schon mal irgendwo geführt hat. Sehr schön. Ja, also sind wir eigentlich durch. Ach nein, das Craft-Menü gibt es noch. Das wurde auch ähnlich bei der Enhanced Edition schon eingeführt, dass man hier Rezepte dann, dass der sich die Rezepte merkt, die man schon entdeckt hat. Und man kann auch experimentieren. Genau, nach wie vor kann man hier experimentieren, indem man irgendwelche Sachen zusammenwirft. Glaube ich nicht. Du kannst mal gucken, beim anderen, die hatte doch einen Heiltrank und einen Fliegenpilz oder so. Man kann doch die Heiltränke vergiften. Kann aber, glaube ich, das hier machen, oder? Nee, schade. Wenn du bei der Lose jetzt schaust, natürlich, lustigerweise kann man da jetzt nicht wechseln. Ja, das ist. Guck mal, wenn du den Heiltrank und den Pilz. Das würde ich jetzt eigentlich mit dir überraschen, wenn das nicht funktioniert. Das ist eigentlich ein vergifteter Heiltrank rauskommen. Oder man braucht einen leeren oder nur Wasser. Ah, das könnte sein. Das kann natürlich sein. Was hat man noch? Genau, das Skill-Panel sollte man vielleicht noch zeigen. Mhm. Die haben das jetzt nämlich überarbeitet. Man hat jetzt sogenannte Memory-Slots. Aha. Ich kann jetzt im Moment quasi 5 Skills ausrüsten der Stufe 1, die einen Memory-Slot verbrauchen. Es gibt dann noch stärkere Skills, die verbrauchen dann 2, 3, 4 Memory. Cool. Und das ist ja ähnlich hier Dungeons and Dragons, ich glaube, 2. Edition, mit den Magiern, die dann auch ihr Buch hatten und dann eben memorisieren mussten. Aber anders als da ist es ja nicht so, dass die Dinger verloren gehen, wenn du sie. Du kannst sie jederzeit austauschen. Wenn du sie quasi in Dungeons and Dragons ist ja so, da hast du 5 Anwendungen von Feuerball pro Tag und dann musst du schlafen gehen und wieder. Hier ist einfach am die haben Cooldown. Du kannst dann hier auch bei den Attributen auf Memory skillen, um da deine Slots zu erhöhen. Ja, das wird interessant, wenn man dann höhere Stufen hat. Definitiv. Also steckt eine Menge so Detailänderungen, wo du wirklich denkst, ey, das ist echt nicht schlecht. Gar nicht dumm. Also die haben schon Ahnung, was die Leute auch wollen. Und bisher sehe ich eigentlich kaum Grund, da jetzt dann zu zweifeln, dass das wieder ein sehr, sehr, sehr schönes Rollenspiel wird. Nee, ich auch nicht. So, hier haben wir noch so einen Hügel entdeckt, aber leider habe ich keine Schaufel gefunden. Da hätten wir jetzt den roten Prinz gebraucht. Die Echsen können nämlich von Haus aus schaufeln ohne eine Schaufel. Ja, die haben ja ihre Klauen. So. Kann man vielleicht nochmal in die Stadt gehen und mal ein bisschen umgucken, was da so alles gibt. Die Leute. Was vielleicht noch erwähnen kann, es gibt ja auch noch einen Arena-Modus im Multiplayer-Modus, den können wir jetzt nicht zeigen, weil eben noch niemand gefühlt auf dem Server ist. Genau, da findet noch nicht wirklich was statt. Aber den hast du ja schon mal gespielt gehabt. Genau, den habe ich schon gespielt, halt da wird vorher eingestellt, wie viele Spieler und wie viele Charaktere die Spieler haben und die bekämpfen sich dann halt gegenseitig mit den Charakteren und du wählst dann halt aus vorgefertigten Charakteren mit den jeweiligen Klassen aus. Ja, okay. Und hast dann die volle Bandbreite, was die so an Skills zur Verfügung haben. Ist eigentlich auch so ein guter Trainingsmodus, sag ich mal. Genau, oder kann man so ein paar Sachen ausprobieren und halt, wenn man halt mal Lust hat, seinen Freunden einen auf die Nische zu geben. So, lustig finde ich auch, was heißt lustig? Besser gelöst als im Vorgänger, dass jetzt Teleportpunkte an solche
Landmarks quasi gebunden sind und nicht einfach nur so ein Portal da in der Landschaft steht. Ja. Da könntest du jetzt wieder zum Strand, wenn du wolltest. Genau. Ah, den am Strand habe ich, glaube ich, nicht angeklagt. Deswegen funktioniert das jetzt hier gerade nicht. Okay. Ja, also... Aber ansonsten, ja. Ich denke, wenn ihr den Vorgänger gemocht habt, seid ihr jetzt auch ähnlich begeistert wie wir, weil das sieht richtig, richtig gut aus. Sieht auch noch eine Menge Arbeit aus. Einfach. Es ist auf jeden Fall noch viel zu tun, wenn man es so länger am Stück spielt, merkt man hier und da verschiedene Fehler. Es gibt zum Beispiel diesen Helm-Ausblenden-Button, den ich gerne benutze. Aber da gibt es noch den Bug, dass dann die Haare mit verschwinden und dann sind die Charaktere plötzlich glatzköpfig und solche Geschichten. Manche Leute finden das auch gut. Oder was mir noch nicht gefällt, ist, dass man das hier nicht toggeln kann, sondern gedrückt halten muss. Ja. Das ist sehr nervig. Das geht irgendwie auf den Daumen noch mit der Nacht der Zeit. Also solche Optionen sind natürlich jetzt, werden jetzt sicher in den Foren auf Steam oder auch auf Kickstarter jetzt angesprochen von den Leuten. Ja. Wie viel Bäcker haben sie gehabt? 40.000? 40.000 irgendwas. Also selbst wenn ihr es jetzt nicht kauft und es noch nicht spielen wollt oder so, könnt ihr euch darauf verlassen, dass da noch einiges geschieht und viele Leute drauf gucken und dann hoffentlich ein sehr geschliffenes, sehr gutes Rollenspiel bei rauskommt. Ansonsten, ihr könnt es kaufen auf Steam und ab heute Abend. Auf GOG gibt es auch. Weißt du? Sie planen, die Early Access Version auch auf GOG zu bringen, wissen aber noch nicht, wann das verfügbar sein wird. Okay. Also bisher erstmal auf Steam. Und ja, wir melden uns wieder, wenn wir Neues wissen, wenn wir mehr gespielt haben. Schaut auf pcgames.de vorbei und macht's gut. Ciao.